Kennst du den wunderbaren Ort, an dem die vielen kleinen Seelen wohnen? Diesen Ort, wo ganz viel gelacht und gespielt wird und wo es ganz selbstverständlich ist, dass sich alle gegenseitig helfen und alle genug haben von dem, was sie wirklich brauchen? Ich will dir eine Geschichte erzählen von einer kleinen Seele, die genau dort gewohnt hat und die eines Tages erfuhr, dass es dieses Gefühl von Liebe und Freude nicht überall in diesem Universum gibt. Sie hörte von einem Ort namens Erde, an dem viele Menschen oft sehr traurig waren. Viele hatten sogar nicht genug zu essen und auf vielen Bäumen, Flüssen und Tieren ging es gar nicht gut. Milana, so heißt die kleine Seele, konnte das gar nicht glauben und wollte unbedingt etwas tun, damit sich das änderte. Eines Tages beim Morgenreis, bei dem alle Seelen davon erzählten, was ihr Herz gerade so berührt, berichtete Milana den anderen ganz aufgeregt von ihrem Plan. Sie wollte zur Erde reisen und mit einem riesengroßen Sack voll Liebe und Lachen im Gepäck, um die Menschen auf der Erde wieder zum Strahlen zu bringen. Die anderen Seelen fanden diesen Plan großartig und mutig und einige von ihnen wollten gleich mitkommen. Das Abenteuer sollte so schnell wie möglich beginnen. Nur wie? Wie sollten sie es anstellen, auf die Erde zu kommen? Da erzählte ihnen eine der sehr erfahrenen Seelen von einer alten, weisen Seele, die wüsste ganz bestimmt, wie das geht. Und so war es. Die kleinen Seelen erfuhren von der alten, weisen Seele, dass es schon vor ihnen mutige Seelen gegeben hat, die sich auf den Weg zur Erde gemacht hatten und dass diese dringend Unterstützung brauchten. Um auf die Erde zu gelangen, musste man allerdings von Erdbewohnern eingeladen werden. Aber auch diese Herausforderung ließ sich lösen. Die alte weise Seele nahm die kleinen Seelen mit zu einem Platz, an dem ein riesengroßes Fernrohr stand, mit dem man direkt auf die Erde schauen konnte. Sie forderte die kleinen Seelen auf, ganz genau hinzusehen. Sie meinte, sobald sich das Auge daran gewöhnt hätte, wäre es nicht schwer, die Einladung bestimmter Menschen blinken zu sehen. Und so war es auch. Und nun kam die schönste Aufgabe. Die kleinen Seelen durften sich aussuchen, bei welchen Menschen sie ihr zukünftiges Erdleben verbringen wollten. Milana brauchte dazu genau eine Sekunde, denn sie wusste sofort, wohin sie wollte. Sie sah einen Mann und eine Frau, die etwas Wunderbares ausstrahlten und deren Einladung für sie besonders schön war. Es fühlte sich fast so an, als würde sie Milana direkt ansprechen. Sie fühlte sich irgendwie magisch angezogen. Genau da wollte sie hin. Aber auch die anderen kleinen Seelen brauchten nicht lange für ihre Entscheidung. Alle wussten sofort aus ihrem Bauchgefühl heraus, wo sie hin wollten. Manche zogen es zu einzelnen Personen, ganz egal ob Mann oder Frau. Viele wollten beides haben. Manche entschieden sich für ein Leben bei zwei Frauen oder zwei Männern. Andere sahen, dass es auch Menschen gab, die aus den verschiedensten Gründen nicht in der Lage waren, eine kleine Seele selbst aufzuziehen. Sie waren aber bereit, eine kleine Seele einzuladen, um ihr zu ermöglichen, zu Eltern weiterzugehen, die selbst keine Kinder bekommen konnten, sich aber von ganzem Herzen Kinder wünschten. Den kleinen Seelen waren keine Grenzen gesetzt. Sie durften bei der Auswahl ihrer zukünftigen Eltern einfach auf ihr Herz hören. Die kleinen Seelen schnatterten alle ganz aufgeregt durcheinander und hatten sich am liebsten sofort auf die Reise gemacht. Aber die weise alte Seele wollte noch etwas sagen und bat alle, ihr sehr genau zuzuhören. Und so erfuhren Milana und die anderen kleinen Seelen, dass der Landeplatz der Seelen auf der Erde sehr klein war und sich im Bauch einer Frau befand. Diese Idee gefiel Milana besonders gut. Dort war es sicher schön, warm und weich. Weil es aber so wenig Platz gab,
war es notwendig, sich vorher als winziges Embryo einzunisten. Außerdem war es auch unumzugänglich, all ihr Wissen, das sie in ihrem Seelenleben schon angesammelt hatten, zurückzulassen, weil es so groß war für so einen kleinen Babykörper. Dieses Wissen ging allerdings nicht verloren, sondern wurde einfach nur in ganz kleinen Teilchen zerlegt und so platzsparend in jeder Zelle des neuen Körpers abgespeichert. Dort schlummert es vorerst vor sich hin. Um dieses alte Wissen später wieder aufzuwecken, war es notwendig, es so richtig neugierig zu machen. Zum Beispiel, indem man ihm so lange ein tolles Buch vor die Nase hielt, bis es vor Neugier platzte und endlich wissen wollte, worum es in der Geschichte ging und bereit war, sich mit jedem einzelnen Buchstaben zu beschäftigen, bis die Erinnerungen wieder da waren. Das alte Wissen konnte aber auch eine richtige Schlafmütze sein. Dann war viel Überredungskunst gefragt, um es dazu zu bringen, aus seinen gemütlichen Schlafhöhle zu kommen. So wie es in der Früh gar nicht so leicht ist, aus dem Bett zu springen, wenn es dort gerade so schön kuschelig warm ist. So konnte es auch dem alten Wissen gehen. Gute Dinge brauchen oft etwas länger. Das ist weder gut noch schlecht. Das ist einfach so, wie es ist. Wesentlich ist nur, niemals zu vergessen, dass das Wissen in jedem Körper abgespeichert ist. Und die alte weiße Seele sagte auch noch etwas sehr Geheimnisvolles. Freude ist der Schlüssel. Miljana hatte das Gefühl, es war sehr wichtig herauszufinden, was sie damit meinte. Die alte weiße Seele bat die kleine Seele, sich nicht zu entmutigen lassen, wenn die Dinge am Anfang nicht gleich so gehen würden, wie sie es von dem Ort, an dem die kleinen Seelen wohnen, gewöhnt waren. Miljana hörte mit offenem Mund zu und konnte sich gar nicht vorstellen, wie es wäre, plötzlich nicht mehr lesen oder schreiben zu können. Sie liebte Bücher und es machte ihr auch großen Spaß, mit den anderen kleinen Seelen Rechenaufgaben zu lösen. Darin war sie besonders gut. Also nahm sie sich vor, sobald sie auf der Erde angekommen und dafür groß genug war, ihr altes Wissen so richtig, richtig neugierig zu machen. Schließlich wollte sie bald wieder in ihren Büchern versinken. Miljana war schon immer eine sehr wissbegierige kleine Seele. Sie interessierte sich für ganz viele Dinge. Ein großes Anliegen war es ihr unter anderem, gut auf den Ort, an dem die kleinen Seelen wohnten, zu achten und vor allem so wenig wie möglich Müll zu produzieren. Denn Müll, der sich trotzdem ansammelte, trennte sie sehr sorgfältig. Sie wusste, dass es so möglich war, Teile des Mülls wieder in schöne, brauchbare Dinge umzuwandeln. Sie nahm sich fest vor, das auf der Erde auch zu tun. Nun war es soweit. Das Abenteuer konnte beginnen, da jede kleine Seele aus nichts anderem als Licht und Liebe bestand, war es nicht schwierig zu reisen. Ihr Licht war zwar unendlich groß, aber sie hatte die Fähigkeiten, sich auf Stecknadelkopfgröße zusammenzuziehen, ohne auch nur einen Funken ihrer Strahlkraft zu verlieren. So konnte sie sich enorm schnell fortbewegen. Bald würden die kleinen Seelen mit Lichtgeschwindigkeit Richtung Erde rasen. Es wurde ihnen erklärt, dass es wichtig war, vor dem Zielort die Geschwindigkeit zu drosseln, um den richtigen Landeplatz nicht zu verpassen. Die nächste Aufgabe war es dann, sich in der Gebärmutter, so hieß der Ort, wo sie die nächsten 9 Monate verbringen sollten, so richtig schön einzunisten, um dann ordentlich wachsen zu können. Aus dem Licht und der Liebe, die sie selber waren, würde sich in den folgenden Monaten das Herz entwickeln. Von dort aus würden sie in die Zukunft strahlen. Es war ihr Licht und ihre Liebe, die sie als Geschenk an die Menschen auf die Erde mitbringen sollten. Die alte weiße Seele ermutigte die kleinen Seelen, diesen Schatz in ihrem Herzen nie zu vergessen. Es sei unendlich wertvoll und genau das, was die Menschen auf der Erde brauchen würden. Darum sei es wichtig, den Schatz großzügig zu verteilen und so viel Licht und Liebe wie möglich zu verbreiten. Das Besondere an dem Schatz war, dass er niemals weniger wurde. Im Gegenteil, je mehr man davon verschenkte, desto größer und leuchtender wurde er. Die alte weiße Seele bat die kleinen Seelen eindringlich, sich immer an dieses Licht in ihrem Herzen zu erinnern. Sollten sie sich
einmal traurig fühlen, sich fürchten oder einfach das Bedürfnis danach haben, mit ihr in Kontakt zu treten, könnten sie sich jederzeit an ihr inneres Licht wenden. Sobald sie das taten, würden sie die Verbindung mit der alten weißen Seele spüren und fühlen, dass sie niemals alleine und immer umgehüllt von ganz viel Liebe und Geborgenheit sind. Vor allem wäre es möglich, durch die Verbindung mit dem inneren Licht Fragen zu stellen, und die alte weiße Seele versprach, diese so gut wie möglich zu beantworten. Sie bat die kleinen Seelen jedoch um etwas Geduld, weil auf manche Fragen hatte sie selbst nicht gleich eine Antwort. Aber die Antwort würde kommen, ganz bestimmt. Milana fand es sehr schön und versprach der alten weißen Seele, immer an ihre Worte zu denken.